Dear viewers, welcome to the second day of our Share the Passion XXL livestream. We are going to be talking about Hausken silencers. Today we are going to kick off the show in German, and then 30 minutes later we're going to have the English portion of the show, so stay tuned. Und nachdem ich das jetzt gesagt habe, kann ich einmal auf Deutsch weitermachen. Liebe Leute, ich begrüße den Markus und die Beatrice, man kennt dich mehr unter Mrs. Wildboar. Genau. Ich grüße euch zur ersten Folge des zweiten Tages unserer Share the Passion Livestream Superlative. Meine erste Frage ist immer, hey, wie gefällt euch denn die Show bis jetzt? Exzellent. Also ich muss auch sagen, lässt keine Wünsche offen. Super. Ich wollte sagen, ja, ist echt super hier mit den ganzen Kameras und den ganzen Lichtern. Bei Share the Passion geht es darum, dass wir die Industrie feiern, die Leute hinter den Marken, die Leute, die Passion versprühen, dass diese Marken überhaupt versuchen zu befriedigen, wo die sagen, alles klar, pass auf, genau für diese Leute arbeiten wir. Deswegen habe ich euch beide heute hier. Wir sprechen über Schalldämpfer. Gestern habe ich aber alle angefangen zu fragen, bevor wir auch loslegen, was ist denn eigentlich eure Passion, Mrs. Wildboar? Ja, meine Passion ist die Jagd. Ich komme eigentlich aus dem Vorort von der Großstadt, von München, und war eine Zeit lang Vegetarierin und habe dann irgendwann tatsächlich den Drang gehabt, in die Natur zu gehen, und habe dadurch erst das Angeln kennengelernt und dann die Jagd kennengelernt. Okay. Und bin in der Welt total aufgegangen. Und jetzt lebst du dafür, hat man jetzt lebe ich dafür. Es ist mittlerweile sogar ein Teil von meinem Beruf geworden und ich liebe es jeden Tag. Markus, was denkst du, wenn du sowas hörst? Wo liegt dann deine Passion? Meine Passion liegt natürlich darin, die Marke Hausken möglichst bekannt zu machen. Ich bin selbst aktiver Jäger, benutze die Produkte von Hausken auch schon seit vielen Jahren und würde mich freuen, wenn immer mehr Leute das Gleiche erleben dürfen wie ich. Was ich an der Industrie so mag, ist, dass gefühlt jeder, der irgendwie in dieser Industrie arbeitet, sagen wir jetzt auch mal auf Markenseite, ist selber auch Anwender. Mhm. Es ist einfacher, so zu arbeiten, wenn man direkten Bezug zum Produkt hat, als wenn man, boah, ich sag jetzt mal, weiß ich nicht, Raketen herstellt, aber weiß, man fliegt nie zum Mond, oder ist das so? Kann ich mir das vorstellen? Ich würde mich in jedem Job wahrscheinlich gleich anstrengen, aber so macht es es einen schon leichter, wenn man die Passion dafür hat und das Interesse natürlich mit dem Job verbindet. Ich habe teilweise mein Hobby zum Beruf gemacht, kann man sagen. Mir geht es tatsächlich so. Ne? Dann sind wir in der perfekten Dreierrunde. Wir sprechen heute über Hausken, wir sprechen über Schalldämpfer. Extrem spannendes Thema. Bevor wir einsteigen, würde ich vorschlagen, Markus, hol uns doch mal ab für die, ja, weiß ich nicht, zwei Leute, die vielleicht von Hausken noch nichts gehört haben. Was macht Hausken? Wofür steht ihr überhaupt? Hausken ist ein Unternehmen aus Norwegen, welches in den frühen 90er Jahren angefangen hat, Schalldämpfer zu konstruieren, die besonders leicht sind, die besonders haltbar sind und die die Waffe möglichst nicht zu sehr verlängern. Und darin haben die jetzt über 30 Jahre Erfahrung, und das Ergebnis dieser Expertise haben wir hier teilweise mal ausgestellt. Da ist für jeden eigentlich was dabei, von Kleinkaliber bis Magnumkaliber, für jede Jagdsituation das Richtige. Ist, kann ich mir vorstellen, ist natürlich wahrscheinlich gleich auch ein interessantes Portfolio, über das wir sprechen werden, weil es gibt 1000 verschiedene Jagdkonfigurationen. Beatrice, wie sieht's denn bei dir aus? Was ist deine aktuelle Konfiguration und welchen Hausken nutzt du eigentlich? Also ich bin Riesenfan vom Light Extreme. Yes. Ich gehe nämlich sehr viel in den Bergen jagen und da zählt bekanntlich wirklich jedes Gramm. Ja, und der macht seinem Namen alle Ehre. Also der ist wirklich super leicht und dadurch bleibt die Waffe führig. Und auch bei langen Strecken, die man zu Fuß gehen muss, fällt das Gewicht nicht weiter auf. Und was der Light Extreme ist, was er kann, was die anderen können, da tauchen wir jetzt ein. Wir fangen einmal an mit einem ziemlich coolen Video und dann geht's hier gleich los mit dem kompletten Portfolio von Hausken.
ziemlich cooles Video. Erstmal herzlichen Glückwunsch. Marketingmaterial habt ihr drauf. Für alle, die jetzt heiß sind wie Frittenfett. Markus, führ uns ein in die Welt von Hauskin. Ich sehe von klein bis groß alles dabei. Einmal den Rundumblick über das Portfolio, bitte. Wie schon gesagt, es ist für jeden was dabei. Wir haben hier für die kleinen Kaliber 22 zum Beispiel, 17 MD45. Mhm. Der verlängert die Waffe nicht besonders und ist klein und führig. Was dann zur nächsten Gruppe kommt, das ist die Jagdgruppe. Die wird hauptsächlich repräsentiert durch die Schalldämpfer 184 Extreme. Okay. Der ist hier ausgestellt und der 224 Extreme, der ist hier. Das ist so die mittlere Kaliberreihe 3006, 308. Die Klassiker. Wenn man, genau, die Klassiker, die meistverkauften auch tatsächlich. Und dann geht es eine Nummer größer auch noch. Das ist der WD-60, der hier ausgestellt ist. Und da kann man dann schon 3006 aufwärts damit schießen. Und für die ganz dicken Brummer, also Magnum-Kaliber, haben wir dann unsere Whisper-Serie, die da ausgestellt ist. Die ist so von circa knapp 20 cm bis 60 cm ist da alles drin. Damit kann man dann auch Dinge schießen wie 338 Lapua Magnum, ohne Angst zu haben, dass einem der Dämpfer um die Ohren fliegt. So subtil wie ein Faustschlag ins Gesicht. Ganz genau. Markus, ihr unterteilt ja in, glaube ich, Segmente, ne? Jagd und Whisper, wie ist das bei euch? Genau, also die Jagdschalldämpfer sind hier ausgestellt, das sind die ersten vier in der Reihe. Whisper ist dann der große und das sind praktisch die Standardkaliber, die sind hier abgedeckt mit der Jagdserie. Und die Magnum-Kaliber, die haben dann ihre eigene Serie, das ist dann die Whisper-Serie für die, wie gesagt, großen Kaliber. Beatrice, ich würde dich gerne einmal fragen, bevor wir nochmal genau bei Jagd und Whisper einsteigen, wo da die Vorzüge sind. Ich sehe einmal das Mesh-Gewebe, da würde ich gleich gerne einmal noch drauf eingehen. Aber ich würde dich gerne einmal dazu hören fragen, was macht die Jagd mit Schalldämpfern denn so besonders? Was ändert sich für dich, für die Leute, die dabei sind? Warum ist es meist so, dass Leute, die mal mit Schalldämpfer gejagt haben, eigentlich nicht mehr ohne Schalldämpfer jagen wollen? Ich muss ehrlich sagen, ausschlaggebend damals für mich einen Schalldämpfer zu holen, war tatsächlich, dass ich meine Hunde gerne auf dem Ansitz mit dabei habe. Ja, ich habe zwei Dackel, die passen in die Tasche und sind gerne mal mit dabei. Super und cool. Ich kann natürlich einen Gehörschutz tragen, aber meine Hunde nicht. Und da habe ich mir gedacht, als es legal war, habe ich mir sofort dann natürlich in Deutschland einen Schalldämpfer geholt für die Hunde. Musste dann aber während der Anwendung feststellen, dass es für mich als Schützin auch brutale Vorteile hatte. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt eine Waffe mit einem kurzen Lauf und ich hatte dort ein extrem starkes Mündungsfeuer, was zum Beispiel in der Nacht auf der Jagd auf Sauen problematisch war, weil das Auge sich nach dem Schuss erstmal fokussieren musste. Bang, blind. Richtig, was natürlich bedeutet hat, die Chance auf eine zweite Sau war dementsprechend dann gering. Und durch den Schalldämpfer ist das Mündungsfeuer quasi verschwunden. Zusätzlich, super, ist auch der geringere Rückschlag. Ah, okay. Genau, und ein geringerer Rückschlag bietet mir immer mehr Zeit, weil ich muss mich nicht nach einem Schuss komplett neu wieder einrichten und sammeln, sondern ich kann sofort fokussiert eventuell dann Beispiel Schwarzwildjagd nochmal nachlegen. Markus, jetzt hören wir Signaturdämpfung, wir hören Rückschlagminderung, Gehörschutz, Soundminderung, Entschuldigung, Geräuschminderung. Englisch machen wir ja gleich erst, versuchen wir die ganzen Anglizismen erstmal draußen zu lassen. Klingt alles wichtig. Wie kriegt man denn dann das beste Package? Oder auch interessant, welche dieser Kernelemente ist denn für die Jagd die bedeutendste? Also ein Jäger will ja, dass der erste Schuss leise ist. Viele Jäger gehen auf den Ansitz, lassen einen Schuss und dann ist die Jagd beendet. Und der erste Schuss muss leise sein und das schafft Hauskin sehr gut im Vergleich zu vielen anderen Herstellern. Insbesondere durch das Edelstahlgewebe, was im Innenleben rumgewickelt ist, wird der Effekt nochmal maximiert. Das Edelstahlgewebe, ne? Das Edelstahlgewebe ist, genau, das ist bei den Extreme-Schalldämpfern drin und das bewirkt praktisch, dass der erste Schuss genauso leise ist wie bei anderen Bauarten erst der dritte, vierte Schuss. Genau, weil der erste Schuss ist meistens, wir haben noch Sauerstoff, also CO2 im Schalldämpfer. Deswegen ist der erste Schuss eigentlich bei Schalldämpfern grundsätzlich der lauteste. Ganz genau. Richtig? Aber durch die Oberflächenvergrößerung, durch das Edelstahlgewebe, haben wir eine schnellere Abkühlung des Gases. Und das wirkt dem Effekt genau entgegen, sodass es sich ausgleicht. Wie erreicht man denn so die perfekte Jagdformel für Geräuschminderung, Rückstoßdämpfung, Signaturdämpfung? Also Ist es alles gleich wichtig? Ich kann mir vorstellen, es ist schwierig, das alles gleich geil unter einen Hut zu kriegen. Also man muss natürlich schauen, wie konstruiere ich den Schalldämpfer, damit ich möglichst viel unter einen Hut bekomme. Er muss leicht sein,
Er muss die Präzision verbessern, er muss das Geräusch stemmen und er darf die Waffe nicht zu sehr verlängern. Und ich glaube, die Kombination hat Hausken perfekt hinbekommen. Speziell für den Bereich Jagd. Dann würde mich natürlich interessieren, was sind denn so die Evergreens an Schalldämpfern, die ihr so, wo ihr sagt, so, pass auf, das ist extrem interessant für den Markt, davon verkaufen wir besonders viele oder vielleicht davon, damit sind die Leute besonders glücklich. Du hast vorhin gesagt, du schießt den Light Extreme. Und ist der Light Extreme unter diesen Evergreens oder ist er eher... Absolut, aber er bildet nicht die Spitze. Okay, jetzt bin ich gespannt, die Spitze, go. Das kommt drauf immer an, was für Kaliber in dem jeweiligen Land hauptsächlich geschossen werden. Bei uns ist das Kaliber 308 extrem beliebt und im Kaliber 308 oder auch 3006, ja. 8x57 IS, da ist man gut bedient mit dem 184er Extreme, das ist der Schalldämpfer hier. Mhm. Wer noch ein wenig, Entschuldigung, ich habe das verwechselt, das ist der Schalldämpfer hier. Wer ist noch ein wenig größer? Für mich sind die alle schwarz, Markus. Für wen es ein bisschen größer sein darf, aber dafür mit der besseren Schalldämpfung, der nimmt den 224 Extreme. Und bei so Kalibern 3006, da würde ich zum WD-60 Extreme greifen. Okay. Und das sind so tatsächlich die meistverkauften Schalldämpfer hierzulande. Das sind die Evergreens, most popular. Jetzt bin ich schon wieder in diesen Anglizismen drin, okay. Dann haben wir natürlich auch die Randerscheinung für die Leute, die sagen, ja Markus, hallo, schön, dass 308 das Superkaliber ist. Mhm. Ich schieße aber 338 Lapua, ist jetzt für die Sauenjagd vielleicht etwas oversized. Dann gleich auch alles auf Englisch. Was ist die Herausforderung dann, solche großen Schalldämpfer zu bauen? Kann man einfach sagen, okay, gut, wir skalieren das einfach groß, machen alles größer? Oder wie kommt ihr da mit diesen extremen Gasdrücken überhaupt zurecht? Genau, also bei einem Kaliber wie 338 Lapua Magnum entsteht extrem viel Gas. Jawohl. Und das muss irgendwo hin. Und deshalb ist die hintere Expansionskammer auch so lang. Das geht alles über den Lauf. Das heißt, ein so großer Schalldämpfer verlängert die Waffe nicht mehr als jetzt zum Beispiel unsere WD-60 oder 224 Extreme. Weil das Overbarrel-Schalldämpfer sind, ne? Richtig. Der Lauf steckt da ziemlich tief drin und die hintere Expansionskammer dient tatsächlich nur dazu da, dieses große Gasvolumen zu kompensieren, zurückzuhalten, bis sozusagen die Zeit gekommen ist, dass es durch die einzelnen Kammern abkühlen kann, sich verteilen kann, sich verlangsamen kann und dann am Ende nur noch rauszischen kann. Beatrice, es wäre jetzt noch eine Frage an dich. Ich stand gestern hier mit RWS Hunting und dann wir haben auch über, wir haben über die Driven Hunt gesprochen, Short Rifle. Immer, es ist irgendwie immer so das X bei Schalldämpfern, die Läufe werden kürzer, wir haben noch eine Flüstertüte vorne drauf, dann muss die Munition plötzlich mehr leisten. Generell haben bis jetzt aber alle gesagt, hey, pass auf, der Trend geht tatsächlich zu führigeren Waffen, kürzere Läufe mit Schalldämpfer. Würdest du sagen, das ist etwas, was du bestätigen kannst, weil du das auf der Jagd auch siehst? Geht der Trend wirklich dahin? Also der Trend geht dahin. Ich muss aber ehrlich sagen, ich habe am Anfang auch gemeint, okay, bei der Drückjagd lasse ich einen Schalldämpfer weg aufgrund der Führigkeit. Habe mich dann aber irgendwann dazu entschlossen, doch den Schalldämpfer mal dran zu lassen und habe es alles andere als bereut. Und seither habe ich den Schalldämpfer auch bei der Drückjagd immer auf der Waffe drauf. Weil, wenn man ehrlich ist, also so ging es jetzt mir in der Praxis. Mhm. Ich habe doch immer die Möglichkeit, die Waffe irgendwo abzulegen. Auf dem Ansitz sowieso. Ja. Auf der Pirsch kann ich einen Pirschstock mitnehmen und auf der Drückjagd stehe ich zwar, kann aber meine Waffe im Anschlag lassen und vorne auf den Drückjagdbock ablegen. Das heißt, ich habe nie die ganze Zeit das volle Gewicht zu tragen, wirklich nur beim Schuss. Und das ist etwas, was absolut möglich ist. Und jetzt muss man dazu sagen, die Hausken-Serie ist ja eigentlich auch sehr leicht, Markus, oder? Ja. Genau, also wir haben hier ein Aluminiumgehäuse und ein Aluminiuminnenleben. Die Wände sind genauso dünn, dass es möglichst leicht ist, aber gerade so dick, dass es stabil ist. So dünn wie nötig, so dünn wie nötig und damit, ne, den Spruch kriege ich. So dünn wie möglich und so dick wie nötig. Dankeschön, das ist das, was ich sagen wollte. Dieser Mann weiß, was ich denke und hilft mir dann dabei. Thema Hilfe würde ich jetzt aufnehmen als galante Überleitung zu dem, was du vorhin gesagt hast. Ja, viele Leute haben einen Schalldämpfer dran. Jetzt kriegt ihr viele Community-Fragen und... Ich würde jetzt gerne einmal vielleicht das Best-of davon mit dir kurz abreißen. Ich möchte sprechen über, hey, pass auf, wie kriege ich denn eigentlich den besten Schalldämpfer? Wenn ich den habe, wie lange lebt er überhaupt und was kann ich damit eigentlich anstellen, Thema dran lassen, damit der am besten hält? Aber steigen wir vorne an. Die unmögliche Frage, hey, was empfiehlst denn du, Markus? Genau, die Frage wird mir tatsächlich am häufigsten gestellt. Und die ist auch mit am schwierigsten zu beantworten. Man muss dazu wissen, was schießt derjenige für ein Kaliber. Mhm.
Welche Lauflänge hat er? Mhm. Was hat er mit dem Schalldämpfer auch vor? Mhm. Ist das jemand, der Ansitzjagd betreibt, der nach einem Schuss wieder zusammenpackt und nach Hause geht? Geht er vielleicht regelmäßig auf den Schießstand oder ins Schießkino? Kleines Kaliber, großes Kaliber, je nachdem, das ist sehr individuell. Also man kann keine pauschale Aussage treffen, dass man sagt, nimm den 2x4 Extreme, damit bist du bestens bedient. Yes. Damit ist man in sehr vielen Kalibern gut bedient und bei sehr vielen Anwendungsmöglichkeiten sicherlich kann man damit nichts falsch machen. Aber die beste Kombination muss man doch individuell absprechen. Da gibt es eigentlich keine Musterantwort. So, jetzt hat er sich schlau gemacht bei euch. Der ist jetzt vom Händler beraten worden. Der Händler hat ihm gesagt, pass mal auf, okay, du willst eine führige Waffe, du hast aber trotzdem langen Lauf, deswegen nimm Overbarrel-Schalldämpfer, weil du willst den Lauf nicht kürzen. Mhm. Dann hat er gesagt, hey, pass auf, du willst gar nicht so viele Schüsse hintereinander machen, du möchtest aber möglichst viele, also du möchtest möglichst leise Schüsse machen. Und jetzt hat er den gekauft. Und die erste Frage, die er wahrscheinlich kriegt, die du auch oft kriegst, ist, naja, gut, also irgendwann, ich muss ja schon eine Summe investieren, wie lange hält der denn? Ja, Markus, wie lange hält er denn? Auch das kommt drauf an. Nach dem Schuss ist es halt eben wichtig, dass der Schalldämpfer von der Waffe abgeschraubt wird und getrocknet wird. Das ist eigentlich das A und O. Die meisten, die nicht viel Freude an ihrem Schalldämpfer haben, über längere Zeit zumindest, sind diejenigen, die den Schalldämpfer an der Waffe drauflassen und die Waffe dann auch samt Schalldämpfer in den Schrank sperren. Man kann die Lebensdauer auf jeden Fall verlängern, wenn man das nicht so macht, sondern den Schalldämpfer abschraubt, regelmäßig vielleicht mal zerlegt. Also wir haben hier eine Hülse und ein Innenleben. Das kann man voneinander trennen und dann kann man den Schalldämpfer auch mal überprüfen. Wie das geht bei euch aber auch. Ne? Das funktioniert. Mhm. Und das ist auch gut zum Trocknen. Wenn man den also aufbekommt, da gibt es also ein spezielles Zerlegewerkzeug dazu, dann geht es ziemlich leicht. Und wenn man das beherzigt und auch die richtige Kombination von Lauflänge, Kaliber und Schalldämpfervolumen gewählt hat, dann hat man da auch sehr lange Freude. Beatrice, was würdest du sagen? Wie weit ist das denn in der Jägerschaft angekommen? Hast du das Gefühl, alle gehen schon vernünftig im Bereich Auswahl, Wartung mit ihrem Schalldämpfer um? Oder gibt es da noch so den ein oder anderen Nachholbedarf an, was das Schlaumachen angeht? Wie siehst du das? Also ich glaube, im Grunde genommen wissen doch die meisten, dass man den Schalldämpfer zum Beispiel von der Waffe trennt, bevor man ihn dann in Safe legt mit der Waffe. Aber ja, gut, ich kenne es von vielen. Manchmal muss es dann doch schnell gehen. Man kommt vielleicht um 3 Uhr in der Nacht vom Saunansitz nach Hause und stellt halt die Waffe samt Schalldämpfer in den Schrank. Tür zu, fertig, Fall erledigt. Aber das rächt sich. Okay. Also ich muss auch sagen, ich bin so ehrlich, ich hatte auch mal eine Situation, ich habe zwar den Schalldämpfer immer abgenommen, konsequent, seit ich ihn habe, aber ich habe eine Kipplaufbüchse. Und schön. Hatte einen Schalldämpfer zwischenzeitlich nicht gereinigt und habe ihn mal draufgeschraubt. Und als ich die Kipplaufbüchse zumachen wollte, kam innen durch den Lauf lauter Schmauch rein. Was muss ich dazu sagen? Selber schuld, Pflegefehler. Und das war mir eine Lehre, das wird mir nie wieder passieren. Ja. Und deswegen, jedes Mal, wenn ich eigentlich meine Büchsen raushole und die Öle pflege, sauber mache, ist auch der Schalldämpfer mit dran. Markus, das größte No-Go, den Schalli drauflassen. Gibt es noch andere No-Gos, wo man sagt, hey, das ist so, ich meine dieses, was Beatrice schon gesagt hat, ne? Ich glaube so, ja, dass der Schalldämpfer runter muss, bevor die Waffe schrankfertig ist, das hat sich jetzt so langsam wirklich überall, ist das durchgedrungen. Gibt es noch andere Sachen, wo man sagt, hey, pass auf, das ist ein absolutes No-Go, pass da drauf auf, das ist so eine der eklatantesten Sachen, die man falsch machen kann? Ja, also wenn man gerne ins Schießkino geht oder den Schießstand besucht, aha, dann verleitet das eben dazu, dass man sein Magazin leer macht, nachlädt, nochmal etliche Schuss hintereinander abgibt. Und genau dieser Mensch, von dem du redest. Dann empfiehlt es sich ab und zu mal den Schalldämpfer anzufassen, wie heiß der geworden ist. Wenn er schon so heiß geworden ist, dass man ihn nicht mehr länger anfassen kann, dann sollte man eine Pause machen. Da kann man ihn auch gerne abschrauben, durchlüften lassen, abkühlen lassen und erst, wenn er wieder normale Temperatur erreicht hat, weiterschießen. Markus, Beatrice, vielen Dank. Ihr bleibt jetzt noch hier, denn wir machen das Gleiche jetzt noch auf Englisch. Vorher verabschieden wir die Zuschauer aber mit einem ziemlich, ziemlich coolen Marketingvideo aus der Hausken-Serie. Vielen Dank für eure Zeit. Wir sehen uns gleich wieder. Dann machen wir das Ganze auf Englisch. Mal gucken, wie das läuft.